Ein Gastbeitrag von Alexandra Henkel. Mitarbeiter gründen häufig WhatsApp-Gruppen und tauschen sich dann auch privat aus. Doch was, wenn sich in harmlose private Chats auch fremdenfeindliche und diskriminierende Äußerungen mischen? Darf der Arbeitgeber dann kündigen? Beleidigungen, fremdenfeindliche oder diskriminierende Äußerungen können einen Arbeitnehmer den Job kosten. Allerdings sind hier immer die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. So ist relevant, ob es sich um öffentliche Äußerungen handelt, zu denen neben Äußerungen im Betrieb je nach Adressatenkreis auch Postings von Arbeitnehmern in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co. zählen können, oder um rein private Äußerungen, bei denen ein Mitarbeiter grundsätzlich darauf vertrauen kann, dass diese auch privat bleiben. Das Arbeitsgericht Mainz, AZ, 4K 1240/17 bis 1243/17, hatte kürzlich über mehrere Kündigungsschutzklagen von Mitarbeitern des Wormser Ordnungsamts zu entscheiden. Die vier Mitarbeiter hatten in einer privaten WhatsApp-Gruppe unter anderem fremdenfeindliche Bilder und Sprüche ausgetauscht. Der Arbeitgeber, die Stadt Worms, war von einem der Mitarbeiter durch Weiterleitung der Nachrichten darüber informiert worden und kündigte daraufhin allen vier betroffenen Mitarbeitern fristlos. Das Arbeitsgericht entschied in allen Fällen, dass die Kündigungen unwirksam sind. Das Hauptargument war: Privat ist privat. Das Gericht stellte darauf ab, dass es sich um eine rein private Chatgruppe auf den privaten Smartphones handelte. Die Gruppenteilnehmer haben darauf vertrauen dürfen, dass ihre virtuelle Unterhaltung privat bleibt. Der Arbeitgeber hat dann hier keine Handhabe. Das Arbeitsgericht Mainz folgt hier der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 2 AZR 534/08, nach der es arbeitsrechtlich nicht zulasten des sich äußernden Arbeitnehmers gehen darf, wenn ein Gesprächspartner diese Vertraulichkeit aufhebt und den Arbeitgeber informiert. Die vier Arbeitnehmer haben hier also schlicht Glück gehabt. Denn grundsätzlich sind fremdenfeindliche, diskriminierende oder beleidigende Äußerungen von Arbeitnehmern außerhalb des vertraulichen Privatbereichs nicht von dem Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern stellen je nach Einzelfall Straftaten dar, wie beispielsweise Volksverhetzung, Beleidigung oder Verleumdung, oder sind auch sonst geeignet, einen Kündigungsgrund auch im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis darzustellen. Auch wenn sich durch die Äußerungen eines Arbeitnehmers im Internet ein Rückschluss auf seinen Arbeitgeber ergibt, kann eine Kündigung wirksam sein, wenn die Äußerung ruf- und geschäftsschädigend ist. Das Netz und die sozialen Medien sind hierbei kein rechtsfreier Raum, sobald ich öffentlich poste ohne einen nur rein privaten Kreis